Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Outer Worlds. Und wir werden heute unser Schiff verlassen, das wir gestern das erste Mal erkundet haben. Wir wissen jetzt, was wir alles auf unserem Schiff machen können. Und wir werden jetzt rausgehen und die benötigten Teile organisieren, um dieses Schiff zu reparieren. Aber Achtung, draußen sind Leute, die uns gerne einen Strafzettel geben möchten. Und ich habe kein Geld. Oder sehr wenig jedenfalls. Ich weiß gar nicht, wo ich das sehe. Noch könnte ich sie töten. Kann ich speichern? Kann wahrscheinlich nur auf dem Schiff speichern, ne? Say, this wouldn't happen to be your ship, would it? Because you sure walked in it like it was your ship. And if this ship is yours, well, mister, you owe Spacer's Choice a hefty fine. I'm afraid we gotta dock your pay. Ich habe gar keinen Job. Ja, das stimmt eigentlich. Lügen. Du hast das völlig falsch verstanden. Ich führe eine Raumschiff-Sicherheitsinspektion durch. Oh, by the law. I'm so sorry. I had no idea we had an inspector coming. If you'd like to speak with my manager, I report to Constable Reyes in Edgewater. Edgewater's not too far. Just follow the road east of here, over past the cemetery. Now, if you'll excuse me, I need to inspect the crime scene before I make my report. Pass auf dich auf. Muss doch noch mal ganz gut. Ich muss noch mal ganz kurz rein, in der Hoffnung, da speichern zu können. Daran werde ich mich nie gewöhnen. Verdammt, sie sind weg. Ich wollte sie töten. Ja. Okay. Kriminelle Handlung. Einbruch, Schlossknacken, Hacken und Mord werden allgemein als illegale Aktivitäten angesehen. Wenn du die resultierenden Konsequenzen vermeiden möchtest, solltest du währenddessen nicht gesehen werden. Okay, das wollte ich nur wissen. Das war das Einzige, was ich sehen wollte. So, jetzt muss ich nur herausfinden, wann das Spiel automatisch speichert. Er wird es selten tun, aber er wird es tun. Und wir gucken mal kurz. Spielstand laden. 44 Minuten, 39 Minuten. Alle 5 Minuten. Ist in Ordnung. Ist vollkommen in Ordnung. Das ist perfekt. Gut. Ich hatte halt Sorge. Ich nehme ja meistens vor der Arbeit auf, weil ich meistens erst dann Zeit habe. Und es wäre halt doof, wenn ich nicht speichern könnte währenddessen. Aber wenn es alle 5 Minuten speichert, top. Kann ich mitleben. Und jetzt gehen wir mal da hinten hin. Und es ist dunkel geworden. Und wir schleichen uns an den ran. Ich habe auch gesehen, dass mein Nahkampfschaden ziemlich viel Schaden gemacht hat. Jetzt ohne Schwert. Verrückt. Okay, wir versuchen mal ein paar Headshots. Werden... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, schaffe ich das noch? Okay. Wir werden diese Funktion nutzen. Mit dem Zeit verlangsamen. Ach, das blendet, wenn ich sie in den Kopf schieße. Oh, scheiße. Yeah! So, alles klar. Dann komm mal her, mein Freund. Ja, Gott, was mache ich denn? Okay, mit dieser Waffe ist... auf jeden Fall sehr effektiv, aber ich wusste halt nicht, wie sie funktioniert. Vielleicht hätte ich es ja vorher testen sollen und vielleicht hätte ich vorher auf meine Munition achten sollen. Ich werde jetzt aber noch kein Health Pack nehmen, weil ich, die Hoffnung habe, dass ich währenddessen noch auf jeden Fall mich von alleine heile ein bisschen. Bewahrer. Achso, Bewohner, nicht Bewahrer. Ein Bein. Alles klar. Vielleicht kriegen wir noch irgendwie Schalldämpfer oder so. Also es hört sich so auf jeden Fall an, als würden wir da was bekommen. Und ich bin geizig. Dann gehen wir mal hier durch und gucken, ob wir es benötigen, uns zu heilen. Aber wir gehen hier an der Seite entlang. Ich dachte schon, das wäre eine Zecke. Ich habe zu viel Fallout gezockt. Edgewater. Wir müssen uns doch beschweren bei ihrem Chef. Ja, so ein Arsch bin ich. So einem Typen guckt ihr zu. Ich finde es schön, dass es hier so viel zu erkunden gibt.
Werden wir hier auf jeden Fall versuchen, alle Winkel zu erkunden. Da ist auch noch was, da ist auch noch was. Da geht's runter. Hier gibt's so viel zu sehen, aber erstmal möchte ich in die Stadt. Ich hoffe, wir werden hier auf keine Gegner mehr treffen. Da leuchtet es irgendwie seltsam. So, Eis, Wasser oder was auch immer. Huch. Was geht denn hier ab? So viele Blümchen. Na gut, wir können reingehen. Währenddessen regenerieren wir uns. Das ist perfekt. Whoa, hey. Where'd you come from? Running around in a marauder's attire. You're liable to give some people the wrong idea. Oh, stimmt. Seid ihr da nicht so sicher? Vielleicht bin ich ja doch ein Plünderer. You talk too pretty for a marauder. Most of them just grunt and yell. Ain't safe out here. You'd best head into town. Avail yourself of Edgewater's high walls and low, low prices. Natürlich. Ist mir eine Ehre. Ich bin Alex Harfron, Captain der Unreliable. Pleased to make your acquaintanceship. I'd shake your hand, but I've been hauling corpses. You don't want none of that on you. Name Silas, junior in humor for the town of Edgewater. We're all part of the Spacer's Choice family. Okay, Junior Bestatter. Toller Titel für einen Totengräber. Hey, I earned that fancy title. Started off a lowly junior gravesite builder, then junior interment engineer. Oh, and I was a junior burial assistant for a time. Diese Bezeichnung für Beruf ist geil. Für einen Junior irgendwas siehst du aber noch ziemlich alt aus. The rate I've been working, I'm bound to earn a promotion. Must be about 50, 60 burials away from associate in humor. Respekt. ich möchte ein bisschen Geld verdienen, solange ich hier bin. Got a knack for being discreet like? There's money to be made, long as you keep your nose clean. Edgewater is a company town, board owned and operated. That includes the cemetery. None of us own our grave sites, we rent them from the company. Renting means money. Money means paperwork. Paperwork means signatures. Some of our families become a mite delinquent in paying their dues, you see? Ich verstehe. Was eine gute Idee. Solche Gebühren, die man dir schuldet, eintreiben, ist gar kein Problem für mich. Four workers still haven't paid up. Phyllis, Conrad, Ludwig, and Martin Abernathy. He's a special case. You may want to twist his arm a little. Krieg ich hin. Wo finde ich diese Leute? Conrad's got a barbershop in town. Phyllis works at the cannery most hours. Abernathy... I ain't seen him in a few days. His domicile is near the cannery. You'll find him in town. All except Ludwig, that is. He's over by the landing pad. Wieso ist Abernathy ein Sonderfall? He just is. Look, I don't want to get into it. Just make sure he pays up. Okay. Ja? Was haben wir noch? In dieser Stadt muss einiges an Argen liegen, wenn du so viel zu tun hast. You could look at it that way, I suppose. You could look at us and say... Those Edgewater saps lost near every soul to plague. But you'd be wrong. We're survivors. Loyal company folk, brave in the wilds. Machst du dir keine Sorgen, dass du krank wirst? Every now and again a virulent plague sweeps through our town. That's life on the frontier, I suppose. A body grows accustomed. Mit wem kann ich über einen Energieregulator sprechen? Definitely not the junior in humor, that's for sure. Natürlich nicht. If you've got business inquiries, you should stop by Reed Thompson's office. He's up in the tower above the cannery. Head into town, follow the road. Okay. Noch was. Ja? Yeah? Hast du irgendwelche Neuigkeiten von der Hope? The colony ship? Are you talking about that old rumor? Some great big starship packed full of colonists what got lost in the Aether never to be found again? Ain't heard that one since I was but a stripling.
Can't say it was terribly convincing, far as rumors go. There a reason you asking? Ja, ich bin einer davon. Die Hope ist kein Gerücht, sie existiert wirklich. Ich bin der lebende Beweis. Alright, easy now. No need to get your hackles up. Maybe you've been out in the sun too long. Why don't you head over to the cantina? Get yourself some Zero-G brew. It's a brew that's good for what ails you. Merke ich mir. Ich verstehe es einfach nicht. Die Kolonie hat uns doch erwartet. Look, I don't know what's got you caterwauling about Hope this and Colony that, but you need to stop. Or there's gonna be trouble. Darf nicht von der Hope reden. Wieso sollte eine bloße Frage zum Problem werden? Trouble's in the asking. Board don't much care for folk running their mouths, spreading hoaxes and the like. Frankly, neither do I. Na gut. I can do for you? Schulden eintreiben. In den Auftragsdetails werden Ziele deines aktiven Auftrags angezeigt. Deinen aktiven Auftrag kannst du im Auftragslog deines Registers ändern. Ach! Oh, oh. Hält das Spiel währenddessen an? Es wird langsamer. Alles klar. Und ich sollte auf jeden Fall meine Kleidung ausziehen, solange ich hier bin, ja? Es sieht nicht viel vertraulicher aus. Bin ich ganz ehrlich. Aber ich ziehe meinen Helm aus, solange ich hier bin. Na gut. Hallo? Hallo? Das ist das Coolste, wenn man so einen Helm auf hat, kann man einfach die Augen zumachen. Ich bewache diesen Ort. So. Tagebuch, oder? Auftragsart. Aufgabe, bis ins Grab. Wollen wir doch erstmal ein paar Schulden eintreiben. Da hinten ist schon mal der Miller. Dann gehen wir schon mal darüber. Ich will dahin plündern. Ich sehe nur ein Schiff und will plündern. Immer plündern. Seht ihr, ich bin schon wieder voll geheilt. Nice. Landeplatz von Edgemorta entdeckt. Plus 200 Erfahrung. Ah. Hallo, Miller. Thank the law. I've been requisitioning backup for months. Guess the boss finally came to his senses. You ever swung a truncheon? Let me see your rifling stance. I want to make sure you're up to snuff. Es? Wovon redest du da? The war, the coming apocalypse, man versus machine. I'm talking about mechanical soldier. Cold, heartless automatons made of iron and lies. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Oder, ja, diese Roboter muss man echt im Auge halten. That's right. That's what I've been saying. We gotta square our shoulders and stand ever vigilant. Auto. Mechanicals. Creatures forged in the fires of malevolence. I seen them over by the old power plant. Clattering about, firing at the birds, orchestrating their uprising. When the swarms of mechanicals come clanging on over that hill, where will you be? Cowering beneath your cot? Or standing shoulder to shoulder with the resistance? Wenn der Widerstand der Söldner einstellt, wenn der Widerstand Söldner einstellt, stehe ich bereit. I've been gathering up a war chest over the years. Saw tuna cans mostly, some spaces chaw, few bit cards. I'll reward you for your aid. Ja. Ah, richtige Armeen zahlen Rekrutierungsgebühren. Investment fees. Yeah, I suppose. Wouldn't want to give the resistance a bad name. Was soll ich tun? They have sent a scout, prowling around the junkyard just behind our beloved town. This scout must not be permitted to return to its base of operations. Cross it off, then report back. Krieg ich hin. Aber als allererstes
Silas hat mich geschickt, du schuldest ihm Grabgebühren. I told Silas I'd pay my dues if he agreed to join the resistance. Guess this means he's finally heard the calling. Okay. Das ist er. Und er bittet um einen kleinen Beitrag, um den Widerstand mit Anti-Roboter-Spray auszurüsten. Mechanical repellent. A stroke of inspiration from the law itself. Here, I've been saving up a couple of bits for just such a project. Völlig bescheuert. Go on. Was hast du gegen Robotereinheiten? You ever seen the way a mechanical just stands there? Just looking at you. Scanning you with its murderous oculus. Ja, ziemlich gruselig. Mechanicals have been programmed to eliminate the human race. They've been programmed to replace us. First they will rob us of our jobs. And once they have taken away our livelihoods, they will take away our very lives. Es ergibt doch gar keinen Sinn. Ihr müsst es so sehen. Roboter stehen auf Effizienz. Aber einen Menschen zu töten ist nicht effizient. Damit schaffst du Arbeit. Das einzige Lohnenswerte ist für die Roboter, den Menschen zu versklaven. Ja gut. Schlafmangel. Du bist müde und musst schlafen. Auf dem Schwierigkeitsgrad Supernova musst du... Ich spiele nicht auf Supernova. Auf Albtraum. Ohne Schlaf wird deine Erschöpfung in 4 Stunden Stufen stärker. Na gut, dann sterbe ich wieder. Ja, ich bin durstig. Ich bin schon ziemlich durstig. Ich will nicht sterben. Oh, stehlen. Mich sieht ja hier gerade keiner, ne? Ah, ich weiß nicht. Werkbank benutzen. Schlafen kann ich ja auch nicht, ne? Scheiße, er geht wieder rein. Ah, ich hätte zuschlagen sollen, als ich konnte. Händler! Verkaufsautomaten. Verkaufsautomaten bieten eine größere Anzahl an verkaufbaren Gegenständen, überwiegend vom gleichen Konzern. Ab einer Heckenfähigkeit von 20 kannst du auch Gegenstände an Verkaufsautomaten verkaufen. Zugriffsbeschränkte Gegenstände können gekauft werden, wenn du über einen ausreichenden Ruf bei passenden Fraktionen verfügst oder eine Hackingfähigkeit von 40 oder mehr hast. Ich brauche Wasser. So, 2 Stunden Energy Brew. Kann ich damit meinen Schlaf verbessern? Wir kaufen mal einen. Um es zu testen. Ich habe nicht viele Bits. Verschiedene Rüstungen, Waffen. Und die hier sind gesperrt, ja? Überbrückungskontakt. Oh, den kann ich klauen. Ist gar kein Problem. Sprinterlauf. Fernkampfwaffenmodlauf. Verbessert die Feuerrate der Waffe. Hm. Habt ihr auch was Normales zu trinken? Wassertabletten. Wasser ohne Wasserstoff und Sauerstoff. Zuckerhaltiges Getränk. Wassertabletten füllt Wasser auf? Keine Ahnung. Da, pures Wasser. 40! Gibt es auch was Billigeres, was Wasser angeht? Vor allem steht da nicht Inhaltsstoffe 99% Wasser. Ich muss leider trinken. So, aber erstmal gucken wir, ob mein Schlaf erhöht wird. Benutzen, halte A. Sieht nicht so aus, ne? Na gut. Was haben wir hier? Waffen. Du bist noch aus. Auch Waffen. Hier ist wieder trinken. Hallo, Konzerntechniker. Du kannst jetzt von deinem Schiff aus zu folgenden Orten reisen. Landeplatz von Edgewater. Kann ich auch zu meinem Schiff reisen? Tatsächlich. Ja, cool. Kann ich ja jederzeit schlafen gehen, wenn ich es möchte. Ich
Hacken und Schlossknacken. Deine Fähigkeiten im Hacken und Schlossknacken helfen dir, an Orte zu gelangen, an denen du nicht sein solltest. Mit Magdietrichen kannst du Schlösser öffnen und Überbrückungskontakte können dir die Herrschaft über verschlüsselte Computersysteme einbringen. Ah, den Überbrückungskontakt brauche ich, okay. Wenn deine Fähigkeit gut genug ist, die Sicherheitsmaßnahmen zu überlisten, erfährst du, wie viele Magdietriche oder Kontakte es braucht, und wie lange es dauern wird. Je höher deine Fähigkeit, desto weniger Gegenstände werden verbraucht und desto schneller bist du am Ziel. Okay. 2 verbrauche ich davon. Aber ich würde da gern schon reinschauen. Kriminelle Handlung. Einbruch, Schlossknacken, ja. Wissen wir schon. Ich wurde nicht gesehen. Kann ich die Tür wieder schließen? Schauen wir uns hier mal ein bisschen um. Scheiße. Der geht hier einfach rein. Das kostet mich nichts, ne? Wir müssen warten, bis er rausgeht. Huhu. Er ist an mir vorbeigelaufen. Ich weiß nicht, ob es Konsequenzen hat, wenn er mich sieht, wenn ich drin bin. Wir können gerne mal in die Fraktionenliste gucken. Wo war das? Charakter, oder? Ja. Huf. Alles noch gut. Geh raus da. Aber wozu habe ich es denn geknackt, wenn er einfach reingeht? Das knacke ich jetzt nicht. Ich habe nicht mehr so viele Teile. Wir müssen hier alles klauen, was geht, Leute. Alles wird geklaut. Von oben bis unten. Wir werden reich und die werden arm. Geht er da jetzt noch raus oder ist er jetzt extra reingegangen, weil ich... Steht da einfach nur. Die Potsau. Dann klaue ich euch weiter. Jetzt steht er da. Ich fass das nicht. Gewalt in die andere Ecke. Revolver. Bist zu schnell. Oh. Es bewegt sich schon wieder. Hör auf dich zu bewegen, Mann. Okay. Noch irgendwas zum Klauen hier? Hör auf, dich zu bewegen. Du standst gerade eine halbe Stunde da hinten in der Ecke, weißt du? Und dann bewegst du dich plötzlich. Gut, hier haben wir alles geklaut. Da oben ist noch was. Okay, jetzt habe ich ihn in Sicht. Nice. Ich glaube, da ist noch was. Hm. Dietriche. Okay, nur noch hier und dann sind wir raus. Adieu, Idiot. Ah, ich bin reich. Oh, guck, was wir geklaut haben. Fleisch, Haut haben wir. Ausweis, Ludwigs Grabgebühren. Rüstungsteile, Komponenten, mit denen Rüstung repariert werden. Waffenteile und Magdietriche. Ja, cool. Dann haben wir die 2, die wir ausgegeben haben, wiederbekommen. Sichergriff, Mag 2 Zap, Gyroskop, Magnum. Cool. Können wir alles in unsere Pistole einbauen.
Aber ich frage mich, ob man sie wieder rausnehmen kann. Das wäre halt noch interessant zu wissen. Einbauen und ausbauen. Aber wir müssen da noch klauen. Aber der Typ steht da jetzt drin, ne? Hallo Ludwig Müller, du solltest rausgehen. Sonst komme ich auch nicht rein. Dankeschön. Jetzt beklaue ich dich. Ich glaube, er kommt wieder. Weil wir haben alles geklaut. Alles klar. Haben wir noch nicht. Hoffentlich kommt er jetzt nicht. Okay, benutzen wir mal die Werkbank. Modifikationen. Um eine Modifikation zu installieren, wähle erst den passenden Gegenstand und dann die gewünschte Mod-Kategorie, zum Beispiel Visiermagazin. Dann bestimme noch den installierten Mod und bumm, du hast deine Ausrüstung modifiziert. Du kannst sowohl Rüstung als auch Waffen modifizieren. Mods können nach Anbringung nicht wieder entfernt werden, also modifiziere damit nur deine Lieblingsausrüstung. Okay. Ich verstehe. Ich wette, wir kriegen noch andere Pistolen. Revolver. Wieso macht der Revolver weniger Schaden? Spezialeffekt wegschleudern. Spezialeffekt bluten. Schaden 37. Schaden 20. Achso, aber von der Schussfrequenz. Wir wollen ja... der hier hat schon mal zum Beispiel Schaden von 18. Wir wollen ja den größtmöglichen Schaden nicht in kürzester Zeit haben, sondern mit einem Schuss haben. Da ist der hier natürlich besser. Allerdings muss ich sagen, Schaden pro Minute geht auf 500? Achso, pro Minute. Wer rechnet denn Schaden in Minute? WTF. Was soll denn der Scheiß? Schaden pro Minute. Ich hänge doch nicht eine Minute vom Gegner. Alles klar, wir werden aber noch nichts modifizieren. Wir wissen noch nicht im Endeffekt, was für Waffen wir bekommen. Deswegen lassen wir es so. Gut, Freunde, aber bevor wir in die Stadt gehen, in Edgewater, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein. Ciao.